Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung. Ja, ich habe momentan nicht so viel Zeit. Ich habe sehr viel zu tun. Auch im Real Life, da habe ich auch, ja, jetzt gerade momentan Magenprobleme, kann nicht mehr so viel essen, ohne dass ich Schmerzen habe. Und jo, deshalb kommen jetzt momentan leider nur Servervorstellungsvideo. Oh, cool. Okay, schon mal ein schönes Bild. Wunderbar. Wir haben schon mal Start-Ereignis. Es ist aber jetzt gerade niemand online. Okay. Da fällt man also runter. Okay. Jo. Ich habe ja auch zwei Server. Einer ist noch in Entwicklung. Dragodia.de und DragodiaEvolution.de. Aber den gibt es jetzt noch nicht. Mehr Infos loslegen. Ich glaube, ich lege mal sofort los. So. Okay. Wow. Schöne Gebäude. Nice. Und Dragodia Evolution wird halt wirklich ein komplex neuer Server mit noch nie dagewesenen Sachen. Und da muss ich leider auch sehr viel Geld investieren, sehr viel Arbeit investieren. Ich muss immer ständig auch mit dem Techniker reden, wegen den Plugins und alles mögliche Datapacks. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt einsetzen kann. Ja. Kannst jetzt flee. Ja, ich kann kämpfen. Ja. Ich glaube, ich muss zum Spawn. So, geht das noch? Hier kann man irgendwo Fly holen. In dieser Woche. Weiß es jetzt nicht gerade, hat aber gesagt, man könnte Fly holen. Aber das ist wahrscheinlich schon früher gewesen. Habe ich leider verpasst. Hier ist es auch nicht. Hier hat es überall Creeper. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay. Machen wir jetzt mal noch nicht. Ja, beziehungsweise eben, ich habe leider nicht so viel Zeit. Da habe ich eigentlich noch nur Zeit, jetzt zu kurz das Video machen, zu machen und hochladen. Und das geht ja zum guten Glück schnell. Also es geht so ein, zwei Servervorstellungen pro Woche. Aber ja, ich will ja auch noch recht viel livestreamen und ja, es kommt jetzt momentan auch nicht so gut an. Also ich möchte schon gerne wirklich den Server weiterbringen, also den Dragodia Evolution Server. Und der andere jetzt ist auch momentan, ich weiß nicht, einfach die Schule hat wieder begonnen. Es ist ein bisschen stressig für viele Leute und deshalb ist es jetzt momentan einfach nicht so beliebt. Und der Server hat halt auch ein bisschen Probleme scheinbar. Ich kann das gerne mal kurz vorlesen, was er denn geschrieben hat. Aber YouTube ist halt so blöd und macht das alles in mega Ding, verschachtelten Menüs. Muss jetzt hier unbeantwortete Kommentare mitmachen. Hey, wirklich schöne Servervorstellung. Hättest du Lust, für uns auch so eine Servervorstellung zu machen? Die IP ist genauso wie hier auf YouTube heiße, also ungeteert.de. Würdest du als Belohnung auf unserem Server YouTuber bekommen? Würdest als Belohnung auf unserem Server YouTube bekommen? Falls dich das interessiert. Das brauche ich nicht, aber danke. Direkt am Spawn kannst du dir eine Woche Fly holen. Für die Vorstellung. Das habe ich leider verpasst. Wollte ich eigentlich machen, aber ich weiß nicht, wie man zurückkommt. Vielleicht Stage 8. Nein, das ist auch hier. Ich komme nicht mehr zurück, sorry. Ja, also gut. Okay. Aber es ist sehr, sehr geil angebaut. Der schaltet noch nicht. Neu. Spot. Aha. Nein, Telegram habe ich nicht. Keine Ahnung. So hältst du den YouTuber an? Ja, alles Wichtige kann ich in 10 Minuten oder mehr zeigen. Aber den YouTuber-Rang brauche ich nicht. Also, ja, es nützt mir nichts, aber. Wenn ihr natürlich den mir geben wollt, dann dürft ihr das schon machen. PvP-Tafel ist noch nicht fertig. Es ist leider überall voller Monster. Ich kann jetzt auch nicht gerade so viel machen. Geh jetzt mal hier hin. Und schauen wir mal das an. Also eben, ich kenne den Server nicht. Ich mache meine Servervorstellungen natürlich blind und nicht werbehaftig.
Also tut mir leid, wenn ich jetzt nicht gerade so mega Werbung machen kann über den Server. Möchte ich eben auch nicht, weil ich mag so Servervorstellungen mit völlig Werbung auch überhaupt nicht. Also sind ja viele Leute auch, die nicht gerne Werbung schauen. Deshalb unterlasse ich das auch. Aber ich finde den Server eigentlich super gut. Eben, ich mache ja auch Feedback über die Server. Das ist ein bisschen, ja, wahrscheinlich ein bisschen motivierender, so ein Video auch zu schauen. Und, aber ich habe eben keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin soll. Aber ich finde, der Server ist auch schon groß. Ich glaube, 2 Jahre oder so hat jetzt gerade nicht den Server so gemacht. Ja, danke schön. Okay, ich habe verstanden. Ich würde vielleicht in dieser Welt die Monster ausmachen, weil das ist jetzt nicht unbedingt Spiel. Du hast sicher eine Farmwelt und alles. Das ist ein bisschen doof zum Vorstellen oder einfach auch zum Laufen, wenn so viele Monster da sind. Warum macht die Besucher keine Betten haben? Und wahrscheinlich auch nicht Betten irgendwie besuchen können, ein bisschen hin sich legen können. Ist leider Nacht gerade. So. Dann gehen wir mal ein Bett suchen und probieren es einfach aus. Aber der hat gar kein Bett. Diese Person hat hier kein Bett. Hey, hallo. Irgendwie konnte ich den nicht treffen. Viele Spieler benutzen nie Betten. Das ist doch wichtig. Dann. Das ist ein Diamantportal. Okay. Dann gehen wir doch mal in dieses Haus. Ich hoffe, hier hat's Bett. Da unten vielleicht. Nö. Also die Dinge sind geschützt. Nein. Okay, tut mir leid. Wusste ich nicht. Nein! Das ist das Streamer-Karma. Das Streamer-Karma. Eieiei. So, wer braucht hier schon so viele? Gut, ich habe es wieder hergestellt. Sorry, ich wollte es nicht. Es ist immer Nacht? Okay, komisch. Muss ich, glaube ich, nicht verstehen, wieso ich jetzt nicht schlafen kann, oder? Okay. Jo. Sieht ziemlich gut aus vom, also die Baukünste sind bei den Spielen natürlich da. Besser als auf meinem Server, dragodia.de. Naja, wir machen zwar Challenges zum Schönbauen, aber viele haben nicht so Lust momentan. Also der Server ist noch zu neu. Viele wollen jetzt auch nichts. Oh cool, ein Hotel oder so. Ein Hochhaus. Nice. Und ja, es ist halt eher rollenspielbasierend, da hat man natürlich nicht immer so Zeit zum Bauen. So ein Freebuild, Citybuild, Server hat natürlich schönere Gebäude, das ist klar. Aber mal gucken, was mit Dragodia.de so passiert. Weil der Dragodia-Evolution.de Server, der hat natürlich mehr, ja, mehr Sachen zum Schönbauen. Aber das ist dann mit Datapacks geregelt, also da gibt es dann neue Blöcke und alles Mögliche. Und ist halt rollenspielbasierend. Aber wenn ihr Animal Crossing kennt, dann wisst ihr ungefähr, wie das Server sein wird. Ja. Ein Schwert. Graffiti. Wie sagen wir dem Artwork. Nice. So, jetzt habe ich leider keine Energie mehr zum Rennen. Aber es ist schön, dass es hier immer Nacht ist. Wo ist dann der Mond? Da drüben. Also scheinbar kann man in der Nacht einfach nicht schlafen, aber der Tag-Nacht-Rhythmus ist da. Okay. Komisch, dass am Tag Monster spawnen und in der Nacht nicht. Hä? Oder nur wenig. Komisch. Du kannst gerne das erklären und geteert.de. Und dann mache ich gerne wieder eine Servervorstellung. Es brennt aber hier. Aber das ist gewollt. Cooles Schwert. Wirklich schön. Und dann haben wir andere Welten, haben wir Warps. Ja, okay, dann gehen wir noch irgendwo anders hin. Wir gehen mal zu Warp Einführung. Vielleicht haben wir dann Fly. Nee, das ist. Okay, das ist einfach, sind neue Grundstücke, scheinbar.
Ein Vulkan. Okay, nice. Hier würde ich bauen. Punkt D. So. Was kann die Latitude, Dave? Okay. Warp. Lacting Farmzone. Balkenweg. Gartenstraße. Ungültige Welt. Oh, das ist so, dass man nicht die Welt mit Warps bringen kann. City. Ah, ungültige Welt. Beacon VIPYP. Beacon VYP. Ah, cool. Birkenwald. Nice. Ja, das ist wieder das gleiche Schild. Das ist ein großer Baum. Blöde erstmal wieder. Okay, geil. So, Akazienhaus in einem Birkenwald sieht mega schön aus. Cool. Nice. Also gebaut habt ihr viel. Aber, also, der Server ist eigentlich gut bebaut. Das war wahrscheinlich vor 2 Jahren oder so. Ich lese mal nochmal weiter. Unser Server gibt es seit 2014, 2015. Haben aber bis vor kurzem 2 Jahre Pause gemacht. Genau, das habe ich gesagt. Und habe daher kaum Spiele. So eine Serververstellung würde wieder ein bisschen Leben auf dem Server bringen, wenn du verstehst. Ja, ich kann aber leider nicht so viel für viele Aufrufe da sein, weil ich auch nicht gerade so aktiv sein kann. Aber gerne können wir auch zum Beispiel ein Netzwerk gründen und uns gegenseitig unterstützen noch weiter. Ich kann eben mehrere Serververstellungen machen, gell? Schreibst du einfach, wenn ich wieder machen soll. Es geht halt dann immer so ungefähr so 2 bis 4 Tage oder so, bis ich dann wieder ein Video machen kann. Aber eben, ich bin vollwertiger Fußballspieler, ich bin schwer krank, ich mache 2 Server. Und entwickle halt Plugins und Data Packs. Und dann livestreame ich noch mehrere Stunden pro Tag. Ich habe halt nicht immer so viel Zeit für YouTube. Eher twitch.tv/dragobasler. Da habe ich mehr Zeit. Okay, sieht sehr schön aus. Ich würde jetzt ab das Video gar nicht mal so lang machen, wenn wir schon mehrere Videos machen von diesem Server. Einfach vielleicht mal mich anfragen, wenn du online bist und dann mir einfach ein bisschen besser zeigen den Server und dann mache ich gerne einen zweiten Part. Jo, ich finde den Server wirklich schön, also sehr gute Bauten, sehr gutes Layout, beziehungsweise einfach die Regeln und die Einführung war cool. Ja, eben, dass es Nacht war, Monster da waren am Spawn, finde ich jetzt noch ein bisschen doof. Weil zum Beispiel unser Server hat jetzt auch nicht unbedingt Monster am Spawn. Aber sonst, ja, ist es eigentlich alles positiv. Also die Warps sind wahrscheinlich gewollt, einfach nicht so betretbar in anderen Welten. Man eigentlich Rebuild machen? Oder machen wir mal Farmwelt? Das geht. Okay, nice. Ah, cool. Ist eine, so eine Burg, nenne ich eine Burg. Okay. Dann gehen wir mal dort raus kurz. Ah, es sind so Instanzen. Stehe. Ja, das ist auch nice. Okay, so kommt man natürlich besser an Rohstoffe. Coole Idee. Also, ja, gibt sicher vielen Servern, aber ja, wir machen es natürlich den Leuten nicht so viel, so leicht in einem Rollenspielserver. Okay, cool. Okay, dann habe ich das auch noch gesehen. Und ja, im zweiten Part kommt dann der Rest, den ich jetzt nicht zeigen konnte. Und jo, einfach vielleicht am Abend, wenn du online bist, mich mal im Livestream besuchen kommen, wenn ich livestream, und dann kann ich das während dem Livestream auch aufnehmen. Genau. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Jo, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf diesen Server kommen. Und ich bringe mich mal kurz um. Und ja, ist wirklich ein toller Server. Ich hoffe, der Server hat weiterhin dann auch mehr Mitspieler. Also ja, jetzt hat er momentan wahrscheinlich nicht so viele Mitspieler, wenn nur
auf dem Server sind am Nachmittag. Und ja, also ich hoffe, dass es ihm besser geht, auf jeden Fall. So Server sollten halt am Leben bleiben. Die sehen nämlich auch cool aus. Nice, also richtig top Server. Dankeschön, dass ich hier vorbeischauen durfte. Und weitere Servervorstellungen könnt ihr in die Kommentare schreiben. Bitte tut mal da diesen Server-Ding. Er muss nicht unbedingt Owner sein oder VIP oder so. Ihr dürft einfach ganz normale Spieler sein. Einfach mir Bescheid sagen, weil ich nicht das unbedingt selber machen möchte durch die Zeitprobleme. Keine Schwedenflagge, kann das sein? Okay. Ja, und eben weitere Servervorstellungen kommen. Viel Spaß und ja, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Euer Drago Basler. Tschüss.